Es ist Freitag und der Klimawandel ist immer noch traurige Realität. Wie hier in Berlin folgen darum in ganz Deutschland wieder zumeist junge Menschen dem Aufruf von Fridays for Future, für die Zukunft des Planeten auf die Straße zu gehen. Tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, die werden nicht gehört. In den letzten Jahren gab es globale Klimastreiks mit mehreren Millionen TeilnehmerInnen und die Politik hat mehr oder weniger nichts gemacht. Und die Ampelkoalition in Deutschland schläft ja gerade auch sehr. Trotzdem möchte ich nicht resignieren und sagen, das bringt eh nichts, weil dann sehe ich den Kampf eh als verloren. Die Kundgebungen finden gemeinsam mit Streiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi statt, die im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes zu Arbeitsniederlegungen im Nahverkehr in 6 Bundesländern aufgerufen hatte. Der gemeinsame Aktionstag soll laut Verdi genutzt werden, um, Zitat, auf die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs im Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam zu machen. Gerade die Leute in meiner Generation, die ja ein sehr tolles, ausgefülltes Leben mit vielen Reisen überall hin und vielen Flügen und vielen Autofahrten hatten, dass wir jetzt eigentlich mal dran sind zu sagen, okay, wir schränken uns mal ein und es muss jetzt einfach sich was ganz radikal ändern. An 200 Orten bundesweit waren Demonstrationen angemeldet. Fridays for Future spricht von insgesamt 220.000 Teilnehmenden. Verbrecht auf Migration solidarisieren. Richtig Flucht ist das Verbrechen.